mir nicht so schön vorgestellt. Also es ist ein großer Unterschied zum Ruhrgebiet. Ja. Ja, mir gefällt es auch sehr gut hier. Ich habe mich schon eingelebt, war ja nicht so schwer, weil die Mannschaft es einem leicht gemacht hat. Und ja, die Stadt ist auch sehr schön, so die Altbau, wo ich auch wohne. Passt schon. Ja, sehr nette Nachbarn, hilfsbereit alle. Ist schon schön. Ja, also ich muss dazu sagen, für uns war es ein sehr großer Schritt. Und wir haben letzte Saison eben nur dreimal gewonnen. Und hier gewinnen wir jetzt eben fast jedes Spiel. Das ist für uns eben schon was sehr Besonderes und sehr interessant und halt auch mal eine ganz andere Erfahrung, eben nicht jedes Spiel oder fast jedes Spiel zu verlieren, sondern eben, dass man auch hier eben das Quäntchen Glück hat, dass man eben in der schlechten Leistung halt auch mal gewinnt, wenn sie halt eben nicht so gut ist. Vor allem macht es viel mehr Spaß, hier offensiv zu spielen, immer nach vorne zu spielen und nicht wie in Essen halt so eher die Verteidiger der Mannschaft zu sein. Und ja, mit der Punktausbeute können wir auch zufrieden sein. Und ja, bisher war es ganz erfolgreich. Also ich hätte eigentlich gedacht, dass die Ergebnisse ein bisschen knapper ausfallen. Und ich finde, dass man immer so hoch gewinnt für das erste Spiel. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es so ein großer Unterschied ist zwischen den Mannschaften hier in Europa. Realspiel ist immer was anderes. Nochmal, da hat man eine andere Motivation als zu Hause spielen. Und deswegen denke ich, dass sich Jena nochmal richtig reinhängen wird, weil die haben ja gesehen, was wir können. Und ich glaube, wir werden halt dann noch mehr Kampfgeist an den Tag legen. Also man darf es auf jeden Fall nicht unterschätzen. Also jetzt nicht mit der Anfang reingehen, ja, wir gewinnen ja sowieso und wir haben jetzt so hoch gewonnen. Sondern man sollte auf jeden Fall konzentriert in das Spiel gehen und jedes Spiel halt als ein neues Spiel sehen und nicht anfangen. Ja. Ich sitze auf Duisburg. Dann sitze ich auf Wolfsburg.